Ja, wir wollen jetzt die Neumannsche Reihe nutzen, um um eine Fehlerabschätzung zu bekommen bei der Lösung von linearen Gleichungssystemen. Um das nochmal ein bisschen zu motivieren, gehen wir mal nochmal auf ein einfaches Beispiel zurück. Und zwar nehmen wir an, wir wollen ein 2-Kreuz-2-Gleichungssystem lösen. Und was man in der Schule dann gerne tut, ist, man sagt zunächst mal, klar, die Lösung eines 2-Kreuz-2-Gleichungssystems ist der Schnittpunkt zweier Geraden. Und das lässt man dann Schüler auch gerne mal zeichnerisch erstmal so machen, ne? Also wirklich zeichnerisch die Lösung bestimmen. Dabei gibt es einen wunderbaren Trick. Die Schüler, die sie mögen, denen geben sie eine Aufgabe so wie diese hier. Das heißt also, die eine Gerade sieht ungefähr so aus. Die andere Gerade sei mal diese hier vorne. Und wir können mal gucken, was passiert, wenn die Schüler sich jetzt ein bisschen verzeichnen. Na, wenn sie sich ein bisschen verzeichnen, ist wahrscheinlich diese, na, das wird wahrscheinlich hier so ein bisschen dann zu falsch sein, die eine Linie. Und sie sehen hier natürlich sofort, naja, also wenn ich kleine Fehler mache beim Zeichnen, dann ist das überhaupt kein Problem. Dann ist auch der Schnittpunkt, der wird sich ein ganz bisschen verändern. In unserer Sprache heißt das, der unvermeidbare Fehler, der entsteht dadurch, dass wir falsche Geraden haben, falsche Angaben haben, der ist klein. Jetzt machen wir die Situation ein bisschen anders. Ich drehe nämlich jetzt dieses Lineal mal so ein bisschen, dass es fast parallel ist zu der anderen Geraden. Und dann sehen Sie, ja, der Schnittpunkt ist ungefähr noch so derselbe wie vorhin. Und jetzt bewege ich diese eine Gerade mal hier ein bisschen, ne? Das war ein bisschen viel. Und da sehen Sie schon kleine Änderungen in der Geraden führen zu sehr, sehr großen Änderungen im Schnittpunkt. Das heißt also, bei so einer Aufgabe wird kein Schüler so richtig eine Chance haben, tatsächlich auch nur halbwegs das Richtige rauszubekommen. Quintessenz für uns ist, offensichtlich gibt es Gleichungssysteme, bei denen man so ein bisschen stören darf und es passiert fast überhaupt nichts. Und es gibt offensichtlich Gleichungssysteme, das ist das zweite hier, bei denen man nur ein bisschen stört, also ein bisschen falsch zeichnet und es kommt was völlig Falsches raus. Und das wollen wir hier genau untersuchen. Und wir wollen da also nichts anderes als untersuchen, den unvermeidbaren Fehler bei der Lösung von AX gleich B. Okay, wir haben wieder unsere alte Situation und hier ist mir gerade das Schlange anscheinend verloren gegangen. Es ist a Schlange gleich a plus da. Also Sie wollen eigentlich lösen ax gleich b. Sie kennen nur Näherungen a Schlange und b Schlange für a und b. Wir machen wieder unseren üblichen Ansatz. Das a Schlange ist a plus da. Das b Schlange ist b plus db. Da wir a und b nicht kennen, können wir nichts anderes tun, als das falsche Gleichungssystem lösen, nämlich a Schlange x Schlange gleich b Schlange. Und wir bezeichnen mit dx den Unterschied zwischen x Schlange und x. Okay, zunächst mal, wenn wir das Gleichungssystem a Schlange x Schlange gleich b Schlange auflösen wollen, also lösen wollen, dann müssen wir natürlich erstmal garantieren, dass das a Schlange überhaupt invertierbar ist. Wir setzen natürlich voraus, dass a ist invertierbar. Und dann haben wir gerade gezeigt, naja, falls die Norm von dA mal die Norm von a hoch minus 1 kleiner ist als 1, dann dürfen wir tatsächlich das a um das dA stören. Das heißt, das a-Schlange ist in diesem Fall tatsächlich invertierbar. Okay, gut, das ist eine wunderbare Voraussetzung, das nehmen wir so. Dann, was gilt dann? Es gilt zunächst mal a-Schlange, x-Schlange gleich b-Schlange. Dafür setze ich jetzt mal hier unsere Darstellungen ein. Es gilt also a plus dA mal x plus dx ist gleich b plus db. Außerdem gilt natürlich ax gleich b. Das ist unsere echte Lösung. Wenn ich die beiden Gleichungen mal voneinander abziehe, dann steht hier vorne, da kommt auf jeden Fall ein ax drin vor. Das ziehe ich ab und hier auf der rechten Seite steht ein b, das ziehe ich auch ab. Aber wenn ich die beiden Gleichungen voneinander abziehe, dann steht da erstmal so ein a plus da mal dx. Naja, und dann kommt hier noch so ein einsamer Term da mal x und den schreibe ich gleich drüben auf die andere Seite. Und auf der rechten Seite geht das b weg, das heißt, hier bleibt nur noch das db über. Ja, ich habe diese beiden Gleichungen einfach nur voneinander abgezogen. Okay, wir wissen jetzt schon, dass a plus da ist invertierbar. Das heißt also, dx ist a plus da hoch minus 1 mal db minus da mal x. Okay, wir wollen zu Normen übergehen. Und dann können wir sagen, die Norm von dx
ist kleiner gleich der Norm von a plus dA hoch minus 1 mal die Norm von dB, und eben wenden wir gleich die Dreiecksungleichung an, ist kleiner gleich der Norm von dB plus die Norm von dA mal die Norm von x. Okay, gut, wir wollen den relativen Fehler betrachten. Das heißt also, ich teile das hier jetzt nochmal durch x und erhalte Norm dx durch Norm x. Ist kleiner gleich, naja, für dieses a plus dA hoch minus 1 hatten wir tatsächlich vorhin, die Norm davon hatten wir eine Abschätzung angegeben, und das war gerade Norm a hoch minus 1 durch 1 minus q, und die setze ich jetzt ein, ja, mit diesem q, das wir hier oben definiert haben. Dann haben wir hier ein Norm dB, okay, wir haben durch Norm x geteilt, das müssen wir natürlich hier vorne dran machen. Und hier vorne haben wir ein Norm dA mal Norm x, wenn wir durch Norm x teilen, geht das weg und es bleibt nur noch ein Norm dA über. Okay, jetzt wollen wir auf der rechten Seite hier vorne natürlich die relativen Fehler von a und b stehen haben. Naja, also hier steht schon mal Norm dA. Damit das ein relativer Fehler wird, muss ich hier vorne durch die Norm von a teilen. Ja, dann erweitere ich doch alles, was hier steht, mal oben und unten mit Norm a. Und dann habe ich erstmal Norm a hoch minus 1 mal Norm a. Ich bekomme hier Norm dB durch Norm x mal Norm a plus die Norm von dA geteilt durch die Norm von a. Das ist ja dieser Term hier, der ist schon mal super. Das ist nämlich genau der relative Fehler von a. Ja, die Norm von dA, dA war der Fehler, und der relative Fehler ist die Norm von dA geteilt durch die Norm von a. Okay, jetzt gilt, ax ist gleich b. Das haben wir ja vorhin schon mal benutzt. Das heißt also, die Norm von b ist gleich die Norm von ax, und das ist kleiner gleich der Norm von a mal der Norm von x. Wenn ich jetzt dieses Norm x mal Norm a, das ich hier unten stehen habe, tatsächlich ersetze durch Norm b, dann wird unten der Nenner kleiner, das heißt, der gesamte Term wird größer. Und es gilt dann, die Norm von dx durch dx ist kleiner gleich, ja, eingesetzt, Norm a mal Norm a hoch minus 1 durch 1 minus q mal, jetzt mache ich das, was ich gerade angekündigt habe, Norm db durch Norm b, das Ganze wird größer gleich, plus Norm dA geteilt durch die Norm von a. Okay, was haben wir jetzt hier stehen? Hier steht der relative Fehler von x-Schlange. Das ist der relative Fehler von x-Schlange. Der ist kleiner gleich einer Zahl mal der relative Fehler in b plus den relativen Fehler in a. Okay, das ist völlig klar, was das ist. Das hier vorne ist der Verstärkungsfaktor. Das ist der Faktor, mit dem die einzelnen relativen Fehler multipliziert werden und in den Gesamtfehler dann eingehen als Addition. Das heißt, das hier vorne ist der Verstärkungsfaktor. Das hier sind die beiden einzelnen Fehler in den beiden Einzelkomponenten, die wir haben. Okay, das heißt also, betrachten müssen wir diesen Term hier vorne. Wenn der groß ist, dann müssen wir damit rechnen, dass kleine Fehler zu großen Fehlern werden. Ist der klein, wissen wir, kleine Fehler bleiben kleine Fehler. Dieses 1 minus q da unten ist meistens unproblematisch. Wir gehen davon aus, dass die Fehler klein sind. Und das heißt, die Norm von dA ist klein. Und das heißt auch, die Norm von dA mal Norm a hoch minus 1 ist klein. Das hier oben ist aber ein Faktor, der nicht von dA abhängt. Das heißt, das hier ist eigentlich der entscheidende Faktor, der darüber entscheidet, ob am Ende der Fehler stark oder wenig verstärkt wird. Deshalb haben wir für den einen besonderen Namen. Und das nennen wir für Matrizen auch die Kondition einer Matrix. Das heißt also, die Kondition einer Matrix ist Norm A mal Norm A hoch minus 1. Und die Aussage ist, ist die Kondition groß, müssen wir große Fehler erwarten bei kleinen Störungen. Ist die Kondition klein, dann bleiben die Fehler beschränkt. Ja, und das ist genau das, was wir haben wollten. Wir können genau sagen, wenn uns ein Gleichungssystem vorgelegt wird, wie stark Fehler in den einzelnen Komponenten, also wie stark in Fehler in B und A, tatsächlich eingehen in, in den Gesamtfehler. Und das ist tatsächlich eine extrem wichtige und extrem wertvolle Aussage.